So, liebe Leute, ich wollte euch ja nochmal zeigen, wie ich den Selleriesaft mache. Also die Stangen, die wasche ich schon immer abends ab, weil ich gerne morgens alles in Ruhe angehe. Ich trinke ja morgens immer noch mein Zitronenwasser. Da zeige ich euch auch noch, ich zeige euch mal meinen ganzen Tagesablauf, also Morgensablauf. Und deswegen, mir wäre das einfach zu stressig, dann mein Zitronenwasser und Selleriestangen abwaschen. Und wenn man was mit der Schilddrüse hat, soll man wirklich alles mit der Ruhe angehen. Und deswegen mache ich das gemütlich abends, bevor ich schlafen gehe, wasche ich die ab, wickel meine kleinen Babys im Handtuch und jetzt legen wir mal los. So, dann stecke ich die Stangen rein. Heute sind die ein bisschen dünner, also die sind heute nicht so ergiebig. Es kommt auch immer drauf an, wie die Stangen gerade gegeben sind. Und wenn man hin zur Sommerzeit geht, desto weniger ergiebiger werden die und so dunkler werden die. Dann schmecken die natürlich noch bitterer, aber desto bitterer, desto besser. Im Winter schmeckt der eher süßlich. Also ich trinke den im Winter lieber wie im Sommer. Im Sommer mache ich ab und zu auch mal ein paar Tage Pause. Und ja, jetzt dauert das halt ein bisschen. Und die drehen sich da rein. Also den Entsaft habe ich mir extra wegen dem Sellerie zugelegt. Ich entsafte manchmal auch Gurken und andere Sachen, Äpfel, Karotten. Aber hauptsächlich habe ich mir den Entsafter wegen den Selleriesaft zugelegt, weil Anthony Williams hat ja den Selleriesaft empfohlen. So, jetzt bin ich gleich fertig. So, jetzt ist mein Selleriesaft fertig. Man sollte den morgens auf nüchternen Magen trinken, wenn ihr wie ich früh morgens direkt nach dem Aufstehen Zitronenwasser trinkt, dann wartet bitte 20 bis 30 Minuten, weil es ist wichtig, dass der Selleriesaft auf nüchternen Magen getrunken wird. Und er hat natürlich sehr viele Mineralstoffe und die Bitterstoffe helfen der Verdauung, er entgiftet. Ich habe ihn auch schon mal abends gepresst. Er sollte eigentlich frisch gepresst sein, aber ich habe ihn auch schon mal abends gepresst, weil ich wusste, ich habe morgens da keine Zeit, dann den Entsafter abzuwaschen und das alles. Deswegen, dann habe ich ihn abends gepresst und im Kühlschrank gestellt. Dann konnte ich morgens ganz gemütlich mich hinsetzen nach meinem Zitronenwasser und meinen Selleriesaft genießen.